So. Das soll's gewesen sein. Und jetzt müssen wir irgendwie aus der blöden Höhle wieder rauskommen. So, wir setzen mal hier einen Schalldämpfer wieder auf. Und ja, bereinigen unser Inventar mal mit dem ganzen Mist, den wir nicht brauchen. Die Blendgranate hätte ich mir sparen können. Hätte ich noch zwei. Jetzt habe ich bloß nur eine. Was soll's. So, raus, 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 raus. Damit haben wir noch Blendgranate. Wir nehmen noch eine Nebelgranate mit rein. Bisschen zum Fliehen. Kann nicht verkehrt sein. So, hier drüben. Die ganzen Geräte, Nachtsichtgerät kann ich nicht mehr gebrauchen. Fernglas. Naja, warum nicht? Der Personenmelder und das Insektenmittel kann auch wieder raus. Von der Tarnung her, vielleicht lieber wieder ein bisschen so, dass man mich nicht gut sehen kann. Wobei ich noch im Wasser bin, deshalb wird die Wassertarnung noch so hoch angezeigt. Sollte man ein bisschen nach vorne gehen. Und dann gehen wir auf Rinde. Ne, auf Schwarz. Schwarz klingt gut. Und weiter geht's. So, no turning back after this point. Und komische Geräusche hier. Oh, ich weiß gar nicht, ob hier schon wieder Feinde waren oder nicht. Ich glaube eher nicht. Deshalb Infrarotsichtgerät raus. Ach ja, einfach so fliegende Viecher. Hier liegen irgendwelche Früchte rum. Sehr seltsam. Aber momentan sind wir noch mit dem Equipment gut ausgerüstet, was wir denn da im Wasser alles gesammelt haben. Hier kann ich hoch. Nützt aber auch nicht viel. Kann ich auch wieder runtergehen. Spaßig. So. Da hinten dreht sich was. Hier sind nur. Oh, genau. Da hinten dreht sich was, um mich in die Falle zu locken. Denn da sind Claymores davor. Ich bin jedes Mal reingelaufen. Ich glaube, das ist das erste Mal beim Durchspielen, dass ich nicht reingelaufen bin. Tipptopp. 22 Munition, M1911 und AK-47. Ja, hab alles ein bisschen aufgebraucht. Dürfte jetzt eigentlich alles wieder voll sein. Ich gucke lieber jetzt ab und zu noch, nicht, dass hier noch eine blöde Claymore irgendwo rumliegt und mir den Tag verderben möchte. So, den Glowpilz, den nehme ich nicht mit, davon haben wir jetzt wirklich genug. So, jupp. Sieht alles sauber aus. So, endlich wieder Licht. So, hier kommt man eigentlich ganz gut durchgesneakt, wenn man denn die Wassertarnung nimmt und nicht wieder in den Codec geht. So, Bemalung kann so bleiben. Wald ist all want. So, Wasser. Und ich sollte unbedingt was essen, um auch lange unter Wasser bleiben zu können. Anaconda rein. Und geschmeckt hat's auch noch. So, denn da oben fliegen diese, ja, Fliegeviecher. Die kennt man, glaube ich, aus dem zweiten Metal Gear. Gab es anscheinend früher schon. So, die Tarnung hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen höher vorgestellt. Ihr seht, da oben ist der Schein auf dem Wasser. Das heißt, da ist der Suchscheinwerfer.
Und ich weiß nicht, wie gut sie mich denn dann sehen können. Vielleicht soll ich dann hier an so eine Einbuchtung warten, bis der Schein quasi wieder vorübergeht. Das ist auf jeden Fall eine Idee. So, sollte gleich mal abtauchen. Sicher ist sicher. Sieht gut aus. Jetzt kommt da noch einer. Und blockiert mich. Ah! So, schnell weiter. Von hinten kommt er wieder. Oh Mann. Funktioniert aber bisher sehr gut, die Taktik. Bin noch nicht gespottet. Und das ist das Wichtigste. So, brauche aber Luft. So, jetzt kommen wir glaube ich einfach durch. So, dann gibt es hier eine Abzweigung, die habe ich beim ersten Mal durchspielen gar nicht gesehen. Die ist aber insofern wichtig, als dass es da coole Sachen gibt. Wie das Scharfschützengewehr. Und ja, ein bisschen Sniper ist immer nicht schlecht. Man kann es im Spiel nicht gebrauchen, weil es einfach unheimlich laut ist. Außer an einer Stelle. Da kann man es gut gebrauchen. Aber auch da werde ich es nicht gebrauchen. Weil, oh Gott. Muss tiefer runter. An einer Stelle kann man das Snipergewehr gut gebrauchen, aber da werde ich es nicht benutzen, weil ich ja die Tarnung haben möchte. Schalldämpfer, immer gut. So, müsste jetzt mal schnell an eine Stelle, wo ich nicht sichtbar bin, um Luft zu holen. So, der Steg ist nämlich voller Mannen. Da sind zwei, ich glaube insgesamt gibt es drei. Und die sollte ich mal langsam und ruhig ausnehmen. Ausnocken. Der hat hoffentlich getroffen. Der hat, glaube ich, auch getroffen. Nur halt nicht perfekt getroffen. Okay, da hinten gibt es leider noch jemanden. Der hat auf jeden Fall nicht getroffen. So, das sollte gereicht haben. Hoffe ich. Jetzt kippt Feuer um. Das kann nicht wahr sein. Okay. Oh, der nächste Schuss hätte mich auch tierisch verraten. Denn mein Schalldämpfer, wie ihr gehört habt, ist abgesprungen. Er ist hinüber. Und ich bräuchte hier endlich mal wieder ein paar mehr. So. Hier gibt es zumindest ordentlich Items. Auch wenn ich die anscheinend nicht wirklich gebrauchen kann. Ich glaube, hier muss ich aufpassen, dass ich die nicht ins Wasser droppen lasse. Denn, dann glaube ich, werden sie wach. Bin mir aber gerade nicht sicher. Blendgranaten. Ups, natürlich nicht schlecht. Muss ich hier natürlich ein bisschen beeilen, damit die halt nicht wieder aufwachen. Und ja trotzdem alles schön weglooten kann. So, ein Schalldämpfer. Das hat sich gelohnt. So, die beiden nehme ich später aus. Erstmal hier langsam reingehen. Sehr schön. Granate.
Munition, Scharfschützengewehr. Außerdem kann man es noch schön sprengen, möchte ich meinen. Dann sollten die Leute in der Umgebung hier keine Waffen mehr haben, wenn ich das Waffenlager sprenge. Aber das mache ich lieber nicht. Denn wer weiß, was da nicht für ein Alarm ausgelöst wird. Bestimmt wird nämlich einer ausgelöst und ich weiß nicht, inwiefern das dann Einfluss hat. Also wie lange der Alarm quasi da bleibt. Oh, ich hätte gerne noch einen zweiten Schalldämpfer, das wäre tipptopp. Aber der Erfolg soll mir nicht vergönnt sein, deshalb werde ich jetzt von dannen ziehen. Und zwar schleunigst, bevor die Leute aufwachen. Und nichts wie weg.